Dieses Video hier hätte episch werden können. Stellt euch ein Intro vor, wie aus der Autowerbung. Aufnahmen eines fahrenden Autos auf einer verschneiten Straße in einer total beeindruckenden Winterlandschaft und dann womöglich noch eine Einstellung von oben mit Drohne. Naja, erst hat es nicht geschneit und als es dann doch geschneit hat, war es mir dann doch zu blöd, denn es geht halt doch nur um ein Auto. Der gute alte Cuore, seit fast 15 Jahren im Familienbesitz, hat seinen Dienst getan. Also zumindest für uns. Wir haben uns was Neues gegönnt. Also neu ist relativ, natürlich ist es ein Gebrauchtwagen, aber ich hatte noch nie ein Auto, das weniger als 12 Jahre alt war, und dieses hier mit 6,5 Jahren fühlt sich da natürlich an wie neu. Das wichtigste Feature dieses neuen Fiat Panda ist der Allradantrieb. Der eröffnet mir jetzt fotografische Möglichkeiten, die ich vorher einfach nicht hatte, weil ich jetzt Straßen befahren kann im Winter, wo ich früher keine Chance gehabt hätte. Ich habe es auch schon ausgetestet, es ist wirklich ein Genuss. Aber fotografisch konnte ich jetzt noch nicht so richtig was draus machen. Und der Februar scheint ja leider auch einen eher milden Verlauf nehmen zu wollen. Aber auch abgesehen vom Allradantrieb fährt sich dieses Auto schon ein bisschen angenehmer als sein Vorgänger. Also es ist schon ein Fortschritt, wobei nicht alles wirklich besser ist. Wenn man zum Beispiel schaut, wie das mit dem Scheibenwischer gelöst ist, also ich bin ja gewohnt, dass ich da einfach diesen Hebel nach unten drücke und dann geht der Scheibenwischer an, aber hier muss ich dran drehen und also nach unten drücken, wenn man sowieso die Hand am Lenkrad hat, das ist einfach die naheliegendere Lösung. Ich weiß nicht, warum jemand auf die Idee gekommen ist, dass das mit der Drehung hier sinnvoll sein könnte. Also damit habe ich bisher den Heckscheibenwischer bedient, den man halt nicht so oft braucht. Den gibt es hier natürlich auch und da muss man noch ein kleines Rädchen drehen, das man erstmal finden muss, während der Fahrt so hinterm Lenkrad versteckt. Also, und das mit dem Fernlicht, ja, man muss dran ziehen und loslassen. Ich fand die alte Lösung aus dem Cuore mit einfach nach hinten drücken auch um einiges besser gelöst. Naja. Jetzt habe ich eine ungefähre Vorstellung, wie es sich anfühlen muss, wenn man von Pentax zu Sony wechselt. Wobei das jetzt nicht wirklich fair ist gegenüber diesem Auto. Das ist schon eigentlich eher ein Pentax als ein Sony-Fahrzeug. Also eins, mit dem man auch bei widrigen Wetterbedingungen auf schmalen Straßen gut klarkommt. Also eben ein Landschaftsfotografenauto. Und die Entscheidung, welches Auto ich haben wollte, die hat mich ziemlich stark daran erinnert, wie ich mich letztes Jahr für eine Vollformatkamera entschieden habe. Da wollte ich ja einfach ein paar Kriterien erfüllt haben, und zwar mehr als 24 Megapixel, ein in mehrere Richtungen klappbares Display, ein maximaler Neupreis von 2000 Euro und dann am besten auch noch ein Bildstabilisator im Gehäuse. Es blieb nur noch Pentax übrig. Und so ähnlich verhält sich's mit Autos. Also wer ein SUV will, der unnötig breit, unnötig schwer, einfach unnötig unpraktisch ist, hat unendlich Auswahl. Wer ein kompaktes, kleines Auto in Mikrowellenbauweise mit Allrad will, kommt eigentlich an diesem Panda nicht vorbei. Es gibt praktisch keine Alternative. Und wenn man dann auch noch ein Fahrzeug will, das zur aktuellen Generation gehört, aber weniger kostet als eine Leica M11, dann wird es schon kompliziert. Unser Auto zum Beispiel hat einen weiten Weg hinter sich. Das wurde erst aus Norwegen importiert und war dann bei einem Händler in Heidelberg, und da haben wir es dann besichtigt und abgeholt. Und auf dieser Fahrt von Heidelberg hierher nach Hinterzarten, da hatte ich so eine Art fotografisches Schlüsselerlebnis. Also ich habe keine Fotos gemacht, aber das Erlebnis eben, es war ein Tag mit Inversionswetterlage und ich musste ja fast die ganze Oberrheinebene abfahren von Heidelberg bis Freiburg. Hier oben schien die Sonne, da unten war alles neblig trüb. Und da habe ich wieder einmal gedacht, bin ich froh, hier oben zu wohnen. Das muss ja sowas von deprimierend sein, da unten in der Rheinebene. Im Sommer, da schwitzt man sich zu Tode, und im Winter, da hat man erstens keinen Schnee und zweitens auch oft keine Sonne, weil man stattdessen in dieser Feinstaubsuppe sitzt. Furchtbar. Aber gleichzeitig habe ich auch jede Menge Fotomotive gesehen. Ich hatte leider keine Zeit, um rauszufahren. Ich musste mittags daheim sein, aber sonst, wenn ich die Zeit gehabt hätte, dann wäre ich auf jeden Fall irgendwo von der Autobahn weggefahren und hätte ein paar Bilder gemacht von Baumreihen im Nebel mit Reif,
die eben nach hinten im Nebel verschwinden, hat wirklich sehr ästhetisch gewirkt und es sind Aufnahmen, die ich hier oben im Schwarzwald normalerweise nicht machen kann. Und an diesem Tag habe ich beschlossen, öfter mal meine fotografische Komfortzone des Mittelgebirges zu verlassen und auch mal mich im Flachland, in den Gegenden, wo ich mich eigentlich normalerweise eher unwohl fühle, umzuschauen und dort meine Motive zu suchen, gerade jetzt, wo, wie gesagt, der Februar von Winter nicht viel wissen will. Ich habe auch schon einen ersten Ausflug in die Rheinauen bei Burgheim am Kaiserstuhl gemacht und es war wirklich unerwartet schön. Okay, es war auch schönes Wetter, Sonnenschein und wenig Menschen. Das macht sehr viel aus, aber auch die Landschaft. Da lohnt sich's durchaus noch mal herzukommen bei besseren Verhältnissen, bei vielleicht ein bisschen Nebel, vielleicht auch ein bisschen mehr Nebel bei solchen Verhältnissen, wie ich sie da auf der Autobahn hatte, könnte die Landschaft durchaus was hergeben. Ich habe mir also vorgenommen, in diesem Jahr den Vorfrühling, der sich wahrscheinlich relativ lang zieht, wenn er jetzt schon losgeht, nicht nur als Ärgernis zu begreifen, sondern auch als Chance, eben öfter mal aus meiner Komfortzone auszubrechen und Bilder zu machen, die nicht so normschön sind, im Sinn von spektakulär, knallbunt und auf den ersten Blick beeindruckend. Auch im zurückliegenden Januar hatte ich schon mal die Chance, so eine Stimmung hier festzuhalten. Hab's nicht getan, war stattdessen in einem Wald irgendwo im Simonswälder Tal unterwegs und habe das hier fotografiert und war damit zufrieden, denn solche Sonnenuntergangsstimmungen auf irgendwelchen Schwarzwaldrandbergen habe ich schon ziemlich viele, aber solche Waldbilder, da fehlt mir noch was. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich schon auch noch ein Erlebnis, das mir bewiesen hat, dass meine bisherige Vorliebe, auf Berge zu steigen und die Aussicht zu fotografieren, doch nicht so ganz daneben war. So ähnlich wie im Dezember gab es auch im Januar einen Tag, der den Monat quasi gerettet hat für mich, also an dem ich meinen Vorrat an Bildern für das Ende des Monatsvideos anlegen konnte. Also es war eigentlich nicht nur ein Tag, es war ein Abend und ein Morgen an einem Wochenende. Und da habe ich auf dem Feldberg diese Stimmungen eingefangen. Und wenn ich mich wieder für ein Lieblingsbild des Monats entscheiden soll, dann nehme ich doch wieder eins von einem dieser beiden Ausflüge aus meiner klassischen Komfortzone vom Feldberg. Ein Bild, das, obwohl sehr viel drauf ist, trotzdem einen ziemlich klaren Aufbau aufweist. Also eine ganze Reihe von Ebenen von vorne nach hinten, die eine Tiefenwirkung erzeugen. Erst der Vordergrund mit dem Schnee, dann die Bäume, dann Nebel, dann diese Hügelketten, dann nochmal Nebel, dann die Alpen. Alles schön klar voneinander abgesetzt und das alles noch im schönsten Abendlicht und mit tief verschneiten Bäumen. Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen für so ein Schwarzwald-Winter-Landschaftsbild. Was ich in diesem Monatsvideo nicht machen kann, ist ein neues Objektiv oder ähnliches vorstellen, denn wie gesagt, der Januar stand im Zeichen des Auto-Upgrades. Deshalb belasse ich es jetzt einfach dabei und mache direkt weiter mit der Bildauswahl des Monats, in die ich diesmal erstmals auch ein paar analoge Aufnahmen hineingeschmuggelt habe. Ich bin selbst ein bisschen gespannt, wie viele es dann im Februar-Video werden. Ob ich es wirklich schaffe, so aus meinen üblichen Mustern auszubrechen. Ja, jetzt erstmal die Januarbilder, immer noch größtenteils im gewohnten Stil. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.